So, willkommen bei der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Genau, und es geht weiter an der spannenden Stelle. Genau, und zwar geht's hier, ne, Cliffhanger-mäßig, ja, was nehmen wir denn mal? Den Troll hattest du echt im Griff. Das hört sich gut an, oder? Oder das? Nee, ich glaube das erste, oder? Ja, stimmt. Was führt dich hierher in die Ettenöden? Ich diene meinem Volk als Späher. Wir sind im Krieg mit dem Steinriesen Bargrisar, der uns ohne Grund angegriffen hat. Ein Riese? Den Troll hattest du echt im Griff. Hat wer es nicht gerade? Ja, man kann es ja nochmal nehmen, ne? Da liegt er sogar noch. Nein, Riese, ich habe von denen gehört, aber ich wünschte mir, diese Geschichten wären eben nur Geschichten. Nein, Steinriesen existieren natürlich, doch werden sie selten jenseits der Täler der höchsten Berge gesehen. Sie hätten allerdings mich nie an gehört, jemanden. Dass sie uns gegenüber feindlich gesinnt wären. Selten. Idria? Adler und Steinriesen haben die Berggipfel über Generationen ohne Konflikte gemeinsam bewohnt. Aber was denn? Dieser Riese, Bargrisar, ist anders. Sie weiß auch ohne über alles Bescheid. Lockte er einige von uns in einen Hinterhalt. Und als sie unaufmerksam waren, streckte er sie mit geschleuderten Felsbrocken nieder. Fies. Auch viele unserer Horste zerstörte er. Oh. Mitsamt den wehrlosen Jungvögeln, die dort nesteten. Die Bei ihr brachte all seine Kraft auf, um den Riesen zu bestrafen. Doch er ist uns entflohen. Wir glauben, dass er hierher in die Ettenöden gekommen ist, wo er eine Armee aus Trollen und Orks aufbaut. Bargrisar ist eine Bedrohung für uns alle. Je früher er vernichtet wird, desto sicherer werden wir sein. So. Ja, du, ja, das ist eine Elbe, deswegen weißt du alles, weißt du? Ach so. Wir schließen uns eurer Jagd nach diesem Riesen. Natürlich, ne? Machen wir das. Eure Hilfe wäre in höchstem Maße willkommen. Gemeinsam könnten wir in der Lage sein, ihn zu schlagen. Mit jeder Stunde, die er lebt, wird sein Gefolge größer. Wir sind schon da. Beeilen wir uns. Aber wir sind doch schon da. Stimmt. Ja, klar. Ja, sicher. Naja, aber was ich noch erzählen wollte, ich will noch einen Witz erzählen. Echt? Und zwar, wo fliegt ein schwuler Adler hin? Sein Horst. Zu seinem Horst. Der ist echt gut, oder? Der ist flach. Habe ich von der Zockerzone. Tut mir leid. Kenn ich schon. Ich weiß, habe ich dir erzählt, aber ich muss es jetzt nochmal loswerden. Ich kannte ihn schon vorher. Ja? Ja. Habe ich es dir nicht verraten gehabt? Der ist nicht flach, der ist intelligent. Oh, eine Ruderklinge. Ne? Gleich mal gucken. Oh, ne. Erstmal warten, ne? Erstmal Luft zu Ende. Ja, war da hinten nicht noch eine Kiste irgendwo? Echt? Hast du sie gesehen? Zack. Hier sind noch welche, ja. Da Münzen und nochmal Münzen. Fünf Münzen? Nicht noch weiter vorne? Oh, da war gerade noch Loot rechts. Ich hab's gesehen. Da. Yeah, feuergeschmiedete Schulterpanzer. Immer gut. Ist da echt keine Kiste mehr? Ich weiß nicht. Ah, hier. Sieht ein bisschen breiig aus, alles. Oh mein Gott. Ja, jetzt schaue ich mal, was ich neu habe. Ne? Eine Schulterplatte? Tja, die ist schlechter, oder? Ja. Immer nicht. Was haben wir da? 50. Oh, eine schwierige Entscheidung, ne? Ja, anderen hast du Gesundheit, ne? Richtig. Aber behalte ich die? Weiß nicht. Nee, scheiß drauf. Das ist geil. Was geht denn schon wieder kaputt? Hä? Ach, das Schild, oder? Nee, die Armbrust. Ich bin mal immer blind. Da ist die Armbrust, ne? Okay. Oh, ich versuche jetzt neue Waffen. Das ist eine hässliche Picke. Oder sowas. Mein schönes neues Schwert. Also ja, mein tolles Superschwert, ne? Was ich von den Elben gekriegt habe, das behalte ich natürlich. Ist ja klar. Und schildtechnisch habe ich nichts Neues, aber ich hab neue Schuhe, wie es aussieht. Da schaue ich doch mal gleich hin. Du bist wieder im Shopping war. Ja, so ist das nun mal. Bei der Krieg im Norden, ne? Also das Rollenspiel. Ja, das Rollenspiel, ja. Hier kriegt man so viele Gegenstände, ist schön. Ist schön. Ist zwar nichts gegen Skyrim, wie ich gehört habe, aber ich mag es, weil es Herr der Ringe ist. Ne? Da haben wir doch Schuhe. Ja. Hopp. Was denn?
Ja, beeil dich mal. Ja, bin noch dabei. Ich muss Wir wollen auch mal ein bisschen mehr Kämpfe sehen. Ja. Ja. Das gehört auch dazu. Oh, schon wieder. Ja, das gehört dazu. Weißt du Bescheid? So. Liegen ein paar abgesäbelte Körper. Hast gesehen, die toten Schädel auf den Pfählen? Mm. Sieht ja schon wieder ein kleiner Kampf aus, ne? Ja, immer. Dieser Engelgang. Immer in den Ettenöden. Oh. Yeah, Orkis. Kämpfen die Gegner oder standen die? Nee, stehen oder? Und die standen halt, ein bisschen hohl da, ne? Halten Wache! Das musst du doch verstehen, dass die Wache halten. Was ist los? Ich hab alles durch Kontrolle. Ja, die sehen brutal aus, aber können nichts. Guck, ich wehre alles ab. Zack, zack. Gegen die machen es richtig Spaß. Hast du ja gesehen wieder, ne? Mhm. Da kannst du richtig cool Schwertkampf machen gegen die, wenn die mit ihrem Schild auch verteidigen. Die haben auch ein Schild. Jetzt zwar nicht mehr. Arm ab. Ist besser als Arm dran. Hast du es heute mit deinen Witzen, ne? Ja, tut mir leid. Flachwitze. Nein, ich habe gerade noch einen im Kopf gehabt. Aber der war zu flach. Hat was mit einer Banane zu tun gehabt. Was? Banane und... Bananasau, oder? Ja. Nein. Ein Schlaf greift dich an! Wo kommen die eigentlich mal her? Springen die von oben? Ja, die springen von den Anhöhen da. Der ist... Doch, der ist tot, ne? Ja. Dein Schwert brennt. Ja klar, das hat ja diese super Magiekräfte. Oh, da ist eine Kiste. Die irgendwie aktiviert werden, wenn ich diesen Rundschlag mache, weißt du? Da war eine Kiste. Na, kann mich, da bin ich nicht hochgekommen. Hast ja gesehen, da war ein Meter hoher Wasserfall. Die jumpen schon wieder. Oh, bitte? Die sind schon wieder rübergejumpt. Ja? Oh, hier noch ein Schildkämpfer. Die mag ich ja, weißt du ja. Aber nicht in Verbindung mit den ganzen anderen Leuten hier. Die können mir mal wegbleiben. So, ich habe den betäubt, hast du gesehen? Mhm. Mit meinem Schildstoß. Jetzt kann ich den nochmal erstechen. So. Finisher. Ja, es sind halt richtig realistische Finisher, wie ich finde. Nicht so übertriebene Sachen, weißt du? Ich bin wirklich... Wenn die auf dem Boden liegen, einfach reinstechen, ne? Warum nicht? Oh, ich habe gerade einen Befehl gekriegt, hast du gesehen? Übelhändig. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, ob ich schlecht bin. Wozu sind da Trophäen überhaupt da? Ja, aber übelhändig hört sich so negativ an, weißt du? Als wenn ich schlecht bin. Übelhändig halt. Findet Bargrisa. Das ist unsere Mission. Ja, ja, ich weiß. Ist der Troll, ne? Ja. Ne, das ist der Steinriese. Ach ja, der Riese. Trolle und Riesen. So, Autosprung, hast du gesehen? Mhm. Da muss ich keine Taste drücken. Ich muss einfach nur drauf zu gehen. Was haben wir jetzt da? Ja, das werden wir sehen. Mirobo. So. Für Arwen. Arwen, genau. Fiel der Name gerade nicht ein. Die wollten uns ja so einen Wiederbelebungstrank brauen, ne? Mhm. Haben wir ja in der letzten Folge die Nebenquest angenommen. Jetzt können wir die Sachen sammeln. Ist cool, wenn wir die auf jeden Fall zusammen kriegen. Das wäre auf jeden Fall keine schlechte Sache. Ne? Das ist ein klein. Ja. Oh, geil. Ne? Ein bisschen looten. Ich finde die geheimen Höhlen immer geil, wie er sie aufschlägt. Wie er sie findet allein. Hm. Oh mein Gott, da glitzert was. Ich schlag's mal ein. Zwerge! Ja. Na? Oh mein Gott. Deine Abnutzung ist beim anderen besser. Ja, aber die ist sehr stark, ne? Und die sieht geil aus. Guck mal, ich bin der goldene... Die ist schlechter. Mann. Die ist schlechter. Die so. Hose? Hm? Ja, ich bin golden, guck. Kann's gar nichts sagen. Bist Goldie? Ich sag, nee, ich bin nicht Goldie. Goldig ist mal ein Goldfisch von mir. Ich bin der kleine Oscar. Hä? Hä? Was war das denn für eine Zusammensetzung? Ja, Oscar. Das ist auch Gold. Welcher Oscar? Ja, der Oscar. Ach so. Der Preis. Ja. Den die Hollywood-Spacken bekommen.
Deswegen bin ich der Oscar, der kleine Oscar. Hast gehört, ein Goldfisch hieß mal von mir Gold. Echt? Der von meiner Schwester hieß Herzchen. Oh mein Gott, wie süß. Und wie alt sind die geworden? Ich glaube, Herzchen ist aus dem Becken gesprungen. Ein Goldfisch springt aus dem Becken? Habe ich noch nie gehört. Habt ihr ein rundes Glas gehabt? Oder ein Quadrat? Wir hatten noch ein rundes Glas. Da war das noch so, dass man das einfach gemacht hat. Hieß der nicht Klaus? Nein. Da gab es noch gar keinen Klaus. Da war ich metergroß oder so. Metergroß? Okay. Und dann gleich ein Goldfisch. Das ist doch viel zu große Verantwortung für die Kleine. Echt. Was? Meine Schwester war schon 1,20 Meter. Nein. Nee, ich glaube nicht, oder? Ihr habt doch nur ein paar Zentimeter Unterschied. Ja, aber erst ist sie mehr gewachsen als ich. Ja. Oh, ihr müsst dazu wissen, dass Bananasau eine ältere Schwester. Eine ältere Schwester hat und die ist ein bisschen größer als sie selbst. Sieht auf jeden Fall größer aus. Ja, stimmt. Ja, woran? Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ein längeres Gesicht. Ja, genau, daran könnte es liegen. Nicht so ein Mondgesicht. Ich bin niedlich. Ja, das ist wahr. Und du bist schon wieder in deinem Menü verfangen gewesen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen allein. Ja, ich muss das ständig... Nein, das sieht wieder so... Looten! Das sieht aber böse aus. Ja, aber es ist Loot. Aber es sieht böse aus in diesen Höhlen. Ich muss ultra viel looten hier. Guck mal hier, da ist nichts. Geil. Super gelootet. Ja, danke. Truhe öffnen. Yay! Eisengebundener Brustwert. Was auch immer. Nein, Brustpanzer würde ich sagen, ne? Brustharnisch, cool. Ist aber schlecht. Schon alles weg? Ja, alles weggelootet. Außer hier. War rechts. Hinten nicht noch irgendwas? Ja, hier ist ganz viel. Hinten? Ach, du meinst im Gang oder was? Ja. Meinst du, ich habe da sowas übersehen? Kann sein, ne? Goldarter oder sowas? Arter? Kommt ein Troll und ganz viele Orks. Oh. Ja. Aber ich guck erstmal. Ne? Ja, geh nochmal schauen. Ich bin voll das Arschloch und geh erstmal zurück und lass meine Leute alleine gegen den Troll kämpfen. Ja, bist ein Zwerg. Die geht Gold über. Guck! Oh! Cool. Hab ich mich doch nie übersehen gehabt. Oh, und Eradan kämpft mit Bergtroll. Ich sollte mal zurückgehen. Habe ich großes Goldnugget gelesen? Zweimal? Vielleicht. Ich glaube schon, stand da. Yeah! Ich mag Trolle. Kann man schön bekämpfen. Oder? Was meinst du? Ich mag sie nicht. Nicht? Es wird nicht in Höhe. Ja, ist zu eng, ne? Ja. Ich könnte ja theoretisch rausspringen. Aber das wäre zu langweilig. Richtig, genau. Das macht hier drin mehr Spaß. Immer schön auf dem Kopf. Ich verpasse ihm eine linke Akupunktur. Der hat Kopfschmerzen auf der linken Seite. Ja, ich denke schon. Deswegen ist er so wütend. Ich glaube, meine Pfeile helfen ihm dabei. Guck. Oh, er taumelt. Ja, das ist gut. Das ist Entspannung. Entspannung, okay. Und der Tod ist ja die Erlösung von den Kopfschmerzen? Nein, das ist dann pure Entspannung. Ich schläfe dann ein. Ja, die Erlösung. Ich töte hier niemanden. Das ist ein ganz harmloses Spiel. Ach so, das ist wie Pokémon. Du besiegst die nur. Ja, genau. Das ist wie die Abenteuer von Aragorn. Die sterben nicht wirklich. Die lösen sich nur auf. Stimmt, die lösen sich immer auf. Aber hier nicht. Das ist ein bisschen was anderes hier. Ey, der Ork sah gerade aus wie auf Planet der Affen. Ja, ich hab's gesehen. Er hat so ein Maul so aufgerissen. Ah. Ne? Ja, ja. Da achte ich auch voll drauf, ey. Nee, ich hab das gerade eben echt nur... Zack. Ja, ich hab's auch gesehen, so im so eine Fresse, Vordergrund, ja. So eine Affenfresse, ey. Oh, aktuelles oh. Thema, wo ich die ganze Zeit gegen den Troll kämpfe. Wer von euch hat Planet der Affen Prevolution schon gesehen? Schreibt's einfach in die Kommentare, ob ihr den Film mögt. Und ich muss mich mal wieder gegen den Troll wehren, der mit meiner Akupunkturmaske nicht zufrieden ist. Der sieht schon aus wie hier Pinhead. Pinhead, stimmt, aus Hellraiser. Ja. Wie findet ihr Prevolution? Wenn ihr ihn schon gesehen habt, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, wollt ihr ihn sehen oder nicht? Wie fandest du Prevolution? Wir waren ja im Kino da. Im Kino hat er gut gewirkt. Also richtig geil, ne? Da bin ich mit so einem Gefühl aus dem Kino gegangen, was ich damals bei Herr der Ringe hatte, wo ich da im Kino war. So richtig Hammer, weißt du? Oh, ich habe ihn ein bisschen betäubt. Aber es hatte so ein episches Ende, finde ich. Boom. Tja, das sind immer so eine
Flüchtigkeitsfehler. Passiert mir immer wieder. Immer schade. Tja, jetzt komm her, du Blödsack. Aber... er ist tot. Geil. Tja. Wie auch immer, ne? Ja, die Fernkampfwaffen haben endlich mal Wirkung gezeigt. Ich höre da wieder was. Echt? Ja. Ha. Ich kann jetzt erst... Ich bin aufgestiegen, ne? Echt? Ich kann jetzt erst mal gucken, was ich hier verbessere. Ja, gerade schon im Kampf hast du nicht mitgekriegt. Nö. Ich habe auch über Planete Affen geredet. Ich habe es auch nicht mitgekriegt. Aber ich habe es gerade blinken sehen, deswegen. Oh, cool. Ich kann eine Fähigkeit aufbessern. Klar. Immer, wenn ich ein Level aufsteige. Wolltest du nicht hier... das eine? Was denn? Ich weiß nicht mehr. Das eine eben, oder das andere? Ja, gerade eben hattest du mir irgendwas gesagt, dass du das ausbessern möchtest. Was ist das? Rundschlag. Ich muss mal gucken. Ja. Jetzt hast du Rundschlag, ne? Ja. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist dieser heftige Rundschlag gewesen, ne? Der, ein stärkerer. Ja. Das ist gut so. Mehr Schaden, denke ich mal. Ja, und der hält auch länger an, habe ich gelesen. Stand da, glaube ich, ne? Ja. Oh, sieht nicht alles wirklich besser aus. Ja, sieht stimmt. Nicht wirklich besser aus. Alles. Ne? Oh, 20 Kraft, da behalte ich die doch mal, die Socken. Die Socken. Ja, was sind das bitte für Schuhe? Wenn heutzutage mit solchen Schuhen rumgelaufen wird, dann denkt man, das sind Penner. Jetzt geht's raus in die freie Nature. Geh mal links lang. Nordisch by Nature. No. Ist schon soweit. Folge zu Ende. Wir sind schon dabei. Naja, bis zum nächsten Mal, ne? Genau, bye-bye. One step at a time, don't be living on the line, no.